Mit wem würdest du denn gerne mal zusammen? Mit wem würdest du denn gerne mal in einem Film besetzen, der jetzt kein klassischer Schauspieler ist? Würdest du gerne einen Film mit Angela Merkel machen? Die hat ja bald Zeit. Ja, ich glaube, dass die Angela Merkel per se keine Schauspielerin ist, sondern sich eher. Aber deswegen auch wieder man merkt, dass sie sich wahnsinnig viel Mühe gibt. Und in dieser Mühe liegt auch irgendwas, was einen rührt. Also mich rührt es auch, weil sie sich merkt, die strengt sich an. Es ist ihr nicht scheißegal. Ich glaube, sie gibt sich mehr Mühe als ein manch anderer Politiker, der sogenannte Auskenner ist, der alles besser weiß und dann hinten klug scheißt und sagt, ja, weil er selber sich nicht wagt. Also ich finde es toll, auf jeden Fall, dass du hier bist. Ich würde wahnsinnig gerne mal bei dir mitspielen. Also ich habe sogar ein kleines Showreel vorbereitet. Ich weiß jetzt nicht, wer hier im Publikum die Sendung Klinik am Südring kennt. Kennt das jemand? Das läuft 16 Uhr, kennst du das? Nein, als Schauspieler. 16 Uhr. 16 Uhr. In Sat.1 ist der absolute Renner, ist wahnsinnig erfolgreich. Da werden echte Krankenhausfälle gezeigt. Es ist Scripted Reality mit echten Ärzten und es ist wirklich das, was Grey's Anatomy und Emergency Room in Amerika ist. Das ist Klinik am Südring hier in Deutschland. Das würde ich ja umfallen. Da geht's richtig zur Sache. Es ist Drama, da ist Emotion dabei, da sind die besten Schauspieler. Dann zeig doch mal was. Und ich habe da meine große Rolle gehabt, mein Durchbruch als Schauspieler. Das hier ist dein Oscar-Moment. Luke bei Klinik am Südring. Sie alle haben den Sprung geschafft ins Filmgeschäft von der Comedy-Bühne. Und auch ich werde jetzt Schauspieler. Es ist sehr früh morgens, ich bin im Gewerbegebiet von Köln, on location. Heute ist mein erster Drehtag. Du hast genau die gleichen Klamotten an wie ich? Ja. Bist du mein Double? Ja. Echt? Ich habe noch nie einen Stuntman gegeben. Wie geil ist das denn? Ich habe einen Double. Wirst du mit dem Roller fallen? Ja, ich mach das. Ach, ich dachte, eigentlich mache ich meine Stunts selber. Hast du mich schon Impossible 4 gesehen? Nein. So nämlich. Vielleicht hätten wir den gleichen Helm anziehen sollen. Willkommen beim Film. Das ist mein Stunt-Double, der jetzt diesen waghalsigen Stunt für mich machen wird. Der Roller wird sich überschlagen, wird spontan anfangen zu brennen und er wird sich Neymar-mäßig vor die Klinik rollen. Das ist jetzt hier, jetzt geht's los, Achtung. Jetzt kommt der Stunt. Wir haben jetzt nicht drauf. Warten Sie mal bitte ganz kurz hier. Tommy, hol mal bitte den Notfallrucksack. Stopp! Luke, du kannst da nicht mitten reinlaufen. Wir sind doch da gerade da dran. Also ich dachte, ich tausche jetzt. Nein, der taucht doch erst, wenn der Helm aus ist. Ja, das tut mir leid, scheiße. War ich jetzt im Bild? Sorry, meiner. Sturz war super. War der jetzt sauer? Manchmal ist er auch sauer, ja. Trotzdem wissen wir nicht. Ey, ich hab nicht einen Frame gedreht und der Regisseur ist schon sauer auf mich. Also du kriegst ein extra Zeichen. Ist klar. Ach, tut mir leid. Das würde mir nicht nochmal passieren. Was ist denn das Zeichen? Wir müssen jetzt nochmal machen, weil das war so ein Teamfehler. Du müsstest ein bisschen mehr Gas geben dann, ne? Sonst glaubt man's nicht. Warten Sie mal bitte einmal hier. Hallo? Sind Sie ansprechbar? Riese Luft? Leute. Sag mal, Luke, geht's noch oder was? Ich dachte, er geht doch jetzt weg. Das war doch das Zeichen. Wir müssen das. Sieht sich einfach daneben, ihr seid doch zu zweit. Nach dem Schnitt vielleicht. Ich gebe dir jetzt genau ein Zeichen, wann du deinen Einsatz hast. Okay. Okay? Okay. Das tut mir leid. Tut mir leid, Leute. Aber es läuft sehr gut. Also ich glaube, die sind auch sehr happy mit mir. Ich hatte natürlich wahnsinniges Glück, dass der Rollerunfall direkt vor der Klinik war. Ne? Hätte ja sonst wo sein können, aber war halt auch unter die Kamera direkt auch da. Aber also das ist schon alles gut gelaufen. Jetzt kommt das Spiel mit den Darmproblemen, ne? Ich kann das alles nicht. Ah! Oh nein! Alles gut? Ah. Ich kann nicht aufs Klo gehen. Magen, Darm, Durchfall. Das ist ein Tabuthema. Aber wenn es fein gespielt ist. Ich habe versucht, aufs Klo zu gehen, aber es war nicht möglich. Ja, das sehe ich, aber so konnte auch nicht rausgehen. Mir ist schlecht und schwummrig zugleich. Stopp. Schlecht und schwummrig zugleich.
Du hast Magenschmerzen. Okay. Schlecht und schummrig. Spielen, Luke. Spielen. Okay, nicht sagen, sondern spielen. Ja. Der Regisseur und ich, das hat man aber schnell gemerkt. Da ist eine Magie da. Das ist Jack Nicholson Kubrick. Ah! Also die Sat.1-Version davon. I have, my stomach hurts, I can't do this anymore. Okay. I have to go to the bathroom, but I can't. Stop. Ich wollte das mal auf Englisch probieren. Wolfgang! Wir sind deutsches Fernsehen. Ich wollte es einfach mal anbieten. Dass man es auf Englisch mal anbietet. Hose ist hoch oder Hose ist hoch? Hose ist jetzt hoch. Englisch, Deutsch? Deutsch. Okay. Ich glaube, magnetisch sauge ich die Szene an. Und die anderen um mich rum glänzen mit. Wichtig ist, dass man halt nicht overactet. Ich schaff's nicht. Ich glaube, ich muss noch mal auf Toilette. Der Magen und der Darm spielen wieder verrückt. Aber die Gefahr sehe ich nicht. Ich glaube schon, dass das Gefühl an, dass hier ein absoluter Profi am Werk ist. Ich war auf meinem Roller unterwegs und irgendwann ist mir schwarz vor Augen geworden. Ja. Und dann gab es diesen schrecklichen Sturz. Charlotte, ich habe die Laborergebnisse von Herrn Mockridge für dich. Was ist denn jetzt hier los? Ich glaube, ich sehe doppelt. Kommt das von dem Sturz? Nein, das sind Zwillinge. Ach Gott, da bin ich ja beruhigt. Ich dachte erst, ich sehe doppelt. Mhm. Aber es sind Zwillinge. Dann ist ja gut. Das sind beides Laienschauspieler. Die Ärzte sind, das sind alles echte Ärzte. Und die jetzt hier einfach so ein bisschen vor der Kamera rumhampeln, sage ich jetzt mal mehr oder minder. Und dann liegt es dann schon an mir, so eine Szene auch zu retten. Nee, ihr könnt hier wirklich nicht. Hallo. Die gehören zu mir. Die gehören zu mir. Das sind meine Fans. Aha, okay. Ja, darf ich dich denn umarmen? Natürlich kannst du mich umarmen. Ja, das ist ja süß. Oh nein! Svenja! Hat sie ihren Namen schon gesagt? Und die Kleine war super, ne? Und ich meine, dass sie bewusstlos wird. Das ist jetzt auch eine Sache, wo ich sage, gut. Erlebe ich jetzt vielleicht nicht jeden Tag, aber kommt schon vor. Luke, letzte Szene. Talk to bitte, me. Bitte gib dir ein bisschen Mühe, verdammt nochmal. Ja. Ja? Es ist wirklich nicht so schwer. Wir hängen auch schon ein bisschen, ne? Wir hängen total. Der hat sich natürlich jetzt ein bisschen echauffiert und der will ja auch vor den anderen Schauspielern sagen, dass er hier mit mir, dass wir arbeiten. Zusammenreißen und bitte. Der hat Apfelkapseln dabei. Was? Wofür brauchen wir Apfelkapseln? Die wurden mir da reingelegt. Vielleicht wäre das jetzt die Zeit, auch endlich ehrlich zu uns zu sein. Ja, es stimmt. Okay, du es stimmt. Gleich so aggressiv zu werden. Ich habe Abführmittel genommen. Ich habe angefangen, Loperamid zu nehmen. Loperamid. Loperamid. Naja, aber wisst ihr, was gemeint ist? Stopp, danke. Wie heißt der Wirkstoff? Loperamid. 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 Ja. Ja, nehmen Sie das denn schon öfter? Nein, immer im Wechsel mit Loperamid. Ein Wort. Loperamid. Ja. Tut mir leid, sorry, das ist Loperamid. Soll ich Ihnen das auf die Hand schreiben? Weil nein, nicht auf die Hand. Ja, wie lange nehmen Sie das denn schon? Seit einem Monat. Aber ich habe vorher noch ganz andere Sachen genommen. Seit einem Monat ungefähr. Vorher habe ich immer Loperamid genommen. Ja, wie lange nehmen Sie das denn schon? Seit einem Monat. Seit einem Monat. Ja. Vorher habe ich immer Loperamid genommen. Ja, wie lange nehmen Sie das denn schon? Ja, das Apfelmittel seit einem Monat. Vorher habe ich immer Loperamid. Zum 20. Mal und bitte. Ja, wie lange machen Sie das denn schon? Ja, schon einige Zeit. Ich nehme vorher immer Tut mir leid. Du bist der Einzige, der nicht lacht, ne? Mann, voll gut. Ja, ich will nach Hause. Ja. Ich bin jetzt auch nicht zufrieden, oder? Also das ist natürlich, da haben Sie jetzt auch Emotionen hochgekocht. Die hier, die nehme ich mit. Mit dem bin ich durch. Ja, das verspreche ich dir, Tobias. Und in Bananen ist Kalium? Sehr viel. Okay. Den Arm einfach ablegen. Dann habe ich schon wieder was gelernt. Dass Sie irgendwann auch mal wieder einen normalen Stuhlgang haben, ne? Da würde ich mich sehr drüber freuen, über einen normalen Stuhlgang. Aber am Ende ist ja dann nochmal alles gut gegangen, ne? So ist das hier bei der Klinik am Südring. Immer. Ende gut, alles gut. Jo, die Klinik am Südring. Ende gut, alles gut. Ein Happy End. Ein Happy End. Das braucht sehr gutes Drehbuch. Gutes Drehbuch. Sehr gutes Drehbuch. Gut gespielt, gut geführt, guter Regisseur. Die Handlung hat mich überzeugt. Der Regisseur hatte auch wahnsinnig viel Humor. Ja. Aber es war eine tolle Erfahrung bei Klinik am Südring und vielleicht guckst du dir die Folge mal an, wenn sie fertig ist. Die läuft nämlich morgen 16 Uhr hier in Sat.1, könnt ihr die ganze Folge Klinik am Südring sehen. Mit mir in der Hauptrolle. Ja.
Pass auf, jetzt Cut. Ihr beide steht hier. Wir müssen jetzt in die Werbung gehen, deswegen ja, dann können wir eine Werbung... Cut, jetzt Rücken an Rücken. Ja. Einmal so, dass man euch so sieht, so Rücken an Rücken. Und du redest jetzt einfach weiter. Wir schneiden da, wo er die letzte Antwort gegeben hat. Und jetzt guckt ihr beide in die Kamera und du sagst dann in die Kamera rein... Aha, und jetzt ist Werbung. Wir sehen uns gleich wieder. Und du erzählst nochmal die Frage zu Ende. Ja, man muss einfach das Chaos geschehen lassen. Und dann ist es gut, weil du kannst das alles schneiden, Luke. Das muss nicht drin bleiben. Aha, und jetzt ist Werbung. Ja,